20 maximal wert. Dann brauchen wir den auch nicht reparieren. Dann können wir das einfach raushauen. Das können wir weghauen, das können wir weghauen. Sind wir bei 9000 hier. Es läppert sich zusammen, so ein kleinen Scheiß, den man hier verkauft, ne? Es läppert sich immer so zum 1000er oder sowas zusammen. Oh, hier gibt's nochmal... Ja, es gibt mir die 50er, glaube ich. Habe ich noch nix? Ich habe den 45er gegeben, das sollte eigentlich auch reichen. Das sollte eigentlich auch reichen. Wobei, die ist 50 minus 2. Na, dann gebe ich doch lieber D. Dann gebe ich die lieber ihm. Und hau die andere wieder weg. Hier, diese komische da. Ja. Wir brauchen nochmal einen Kriegsbogen irgendwo mal. Sacred können wir hier mal noch... Alter, 400 kostet das bei Sacred? Warum kostet der so viel zu verarzten? Die anderen kosten wie 180 oder 200. Das ja... was haben wir hier? Nach Norden 3 Tage. Southern Raiding Parties, werde ich nicht tun. Lass mich damit in Ruhe. Ja. Jetzt bin ich mal kurz. So. Und zum Thema wegen den Named Items und so. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich solche Locations für Named Items wirklich schaffen würde. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich am erstmal noch, glaube ich, am Level. Ich bin noch so im XP Gold Grind. Okay. Kronen haben wir jetzt schon ordentlich. Weiß nicht, wie schwer die halt sind. Aber ja, ich bräuchte natürlich... Hätte ich eine Taverne machen müssen. Bräuchte ich natürlich da mal einen Hinweis für. Da. 1400. We need to pay more for this. Okay, gibt uns nicht... Gegen Raiding Parties. Nee, da kommen die Süd... Moment, Raiding Parties müssten aber eigentlich Brigands sein. Das dürften nicht die Südländer sein, weil das ist ja keine Noble Quest. Das ist ja... Das müsste eigentlich voll okay sein. Oh, hier gibt es noch einen Warbow. Wir kaufen mal den Warbow, damit wenn wir treffen, das auch ordentlich wehtut. Machen wir den jetzt da. Wie sind hier eure Preise? 17. Verteidigen wir gegen Raiding Parties? Für 1400? Ja, doch, oder? Wir accepten this contract. Raiding Parties gehen meistens. Müssen halt ein bisschen campen. Können eigentlich auch in Himmelsdorf bleiben. Oder ich glaube, das zählt sowieso als in Himmelsdorf, wenn wir hier campen. The Brigands are on site. Prepare for battle and protect the town. Okay, wo sind sie? Das hier ist ein bisschen doof, weil ich hier mal hingucken muss, ob die hier irgendwie kommen. Da sind sie. 15 Brigands, Lot of Thugs, Poachers und Marksmen. Okay, Nahkampf können die nicht. Aber die haben ein paar Dudes, die schießen können. Was sehr unangenehm ist. Also sie haben wirklich viele, die schießen können, glaube ich. Huhu! Sepp, Alter! Sehr schön. Hallo. Okay, die Poacher sind, glaube ich, wurscht, weil die mit Steinen... Steine sind nervig, aber sollten eigentlich gegen die Rüstung nicht mehr viel machen. Er wird gespearwalled. Ich zittere. Mach ich auch mal hier. Guck mal, ich spearwall auch. Ah, was machst du jetzt? Genau, nix. Weil die Spearwall völlig wurscht ist. Könnte da ran und ihn hauen, ne? Ich könnte mit ihm noch hinterherlaufen und ihn hauen. Hallo. Geil. Triggered a fearsome perk. Gehen wir hier hoch als Backliner. Tillux geht hier mit hin, falls sie nachziehen. Du unterstützt damit.
64, 41, 49, 47. Ja, das ist halt immer was davor, ne? Deswegen kriegst du es ab. Oder auch nicht. So viele sind es gar nicht. Das ist eigentlich wirklich entspannt. Ich mach's noch den einen Schritt, bitte. Ja, wollt ihr rankommen? Ey! Ihr wollt gar nicht rankommen. Das ist aber ungünstig. Frechheit. Da kommt er ran. Lass die echt noch nach vorne steppen. Tschüss. Ja, die haben schon die Hälfte keinen Bock mehr. Guten Tag. Sie sind in mein Gebiet gekommen. Mit dem Dolchlein, Alter. Mit dem Dolchlein. Oh, der ist, den musst du nehmen dann. Nächste Runde. Battle Brothers aus der Ego-Perspektive spielen, noch ohne Failscan über die nächsten Tage. Ricky, ich wünsche dir viel Spaß, aber ich möchte doch mal den kleinen Hinweis geben, nicht ganz so sehr darüber zu reden, dass du selber streamst. Und vor allem nicht dich so verabschieden mit, ich gehe jetzt auch streamen. Das ist nicht ganz so nett. Macht man eigentlich nicht so auf Twitch, das ist so ein bisschen Etikette und so, Twitch-Etikette. Also du kannst dir gerne sagen, dass du gehst, aber quasi nicht in meinem Stream sagen, hey, könnt ja zu mir kommen, ich fange jetzt auch an mit Streamen, das ist nicht ganz so cool. Aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß. Du gehst mal da rein. Ach, Spiel, nicht Stream. Das klang so wegen, und auch ohne Facecam und so. Klang so ein bisschen, als würdest du auch streamen wollen. Dann habe ich nichts gesagt. Dann war es aber missverständlich. Da darf ich nicht zu pieksen. Ja gut, dann darf der mich auch nicht pieksen. Ja, man kann ja auch ohne Facecam spielen, also... Gibt jetzt echt nicht so viele Leute, die Battle Brothers streamen. Da kann man ja auch ohne Facecam Dinge tun. Ach, Mann. Danjuschka, du hast schon mal besser getroffen. Schön abschnetzeln hier. Dann darfst du nämlich auch noch weiter laufen. Und du zählst immer noch als Melee. Oh, er kommt raus. Gegen unseren Sacred, Alter. Der hat irgendwie, unser Sacred hat irgendwie 80er Hitchance. Das ist ja übel. So. Oh, dammit. Dann mach das so. Schade. Müssen noch ein paar Leute hier niederrennen, würde ich sagen, für XP. Hallo Poacher. Wie geht's euch denn so? Ist der echt noch? Ich brauche noch Hunde. Wo habe ich meine Hunde gelassen? Die könnte ich jetzt eigentlich gebrauchen. Ja, du hast keinen Hund. Vielleicht muss ich dir mal einen Hund geben. Du kannst nämlich ganz gut setzen, tatsächlich. Insgesamt. Und du bist halt immer zu langsam. Du bist im Wegrennen. Ah, da kommen wir nicht ran, ne? Das ist doof gelaufen. Ich dachte, ich komme da bis hin. Aber bin ich nicht gekommen. Du versuchst jetzt noch abzuhauen. Bin ich aber irgendwie dagegen, ey. Hier, da habe ich einen Hund. Aber ich glaube, der geht auf den Falschen. Ja, der geht halt auf den, weil der noch hier in der Nähe ist. Schade. Schade, Schokolade. Nö. Von euch hat keiner mehr Hunde dabei. Das müssten wir eigentlich ändern.
Okay. Immer so beim Vorbeilaufen noch einen mitgeben. Ah, da kommen wir noch ran. Nee, nee, einen kriegen wir noch, einen kriegen wir noch. Einen holen wir noch. Einen können wir noch. Dammit, ich komme nicht mehr bis ran. Bin allen Leuten zu weit weg. No! Doch, der kommt noch ran. Haha. Für mehr Hitchhands und so, ne? Batz. Und da ist der Wuffi noch dran. Darf sogar nochmal zubeißen. Sehr nice. Wie immer mit. Kommen noch mehr? Wir haben ein Level up, ne? Yes! Level up, Level up. Das whatever, Level up das. Plus 1 Defense ist schlecht. Das hätte ich aber ganz gerne, glaube ich. Plus 5 Resolve. Plus 3 HP dann wahrscheinlich. Und du kriegst Battleforged. Yes. 88%. Wir haben auf Zap einen Level up. Plus 4 Range Skill. Plus Resolve, die müssen wir ja fixen. Und die Inni will ich wahrscheinlich haben, damit er zuerst dran ist. Dann kriegt er, glaube ich, einfach Forking Student, damit er sich schnell entwickelt. Road Fader. Defense. Ja, Battleforge ist ja schon. Defense. Noch mehr Hitchhands. Ey, der hat den Speer, aber noch mehr Hitchhands? Auf jeden Fall wollen wir hier nochmal ein Plus Resolve haben. Wenn wir die Inni höher nehmen, könnten wir ihm auch irgendwann einen Overwhelm geben, weil er könnte, weil er geht halt Battleforge, er wird irgendwann nicht mehr zuerst dran sein. Aber er hat Overwhelm, fuck. dann nimmt er Fearsome. Also vielleicht nicht optimal gelöst dann. Oh, wir haben noch ein Level Up hier, Ben auch noch, Ben auch noch. Der braucht auf jeden Fall was für einen Dodge. Plus 2 ist ein Shitroll. Also wir kriegen nur 2 bis 3, von daher. Da ein Nimble, brauchen wir auf jeden Fall die 4er HP. Ja, ich brauche die Defense, wenn ich Nimble gehen will. Dann brauche ich die Defense. Ich könnte ihn auf Schwert machen langsam. Ich glaube, das sollte auch ein Duelist, ein Nimble-Duelist werden, tatsächlich. Das heißt, er wird einen Shield-Expert noch kriegen, denke ich. Für mehr Defense. Ja, mehr Schild-Bonus. Da ist nochmal Brigands. Ist irgendjemand, der sich großartig verletzt hat? Nee, nur so minimal. Let's go! Brigands! Wuhu! Thugs, Marksman, Raider. Ja, dann können wir direkt mal so machen. Frage ist, ob ihr mehr rankommt oder nicht. Ja, ach, die spielen defensiv. Dammit. Oder auch nicht. Oh, der hat den Javelin. Die ist eklig. Weil die tut weh. Ah, der nimmt den Highground ein. Oh, eine Ranged. Uch. Uch. Dich will ich raus haben. Du bist widerlich. Du schubst ihn dann runter, würde ich sagen. Deswegen gehen wir hier hin und pieksen dich schon mal. Dass du keine Lust mehr hast. Das kann ich aber doch nicht mehr so rein. Oh doch, glaube ich, kann er immer noch. Ihr übernehmt das damit. Servus. Du musst. Ah, du kannst es dann nicht mehr. Scheiße, es kann dir nicht mehr runterschieben. Machen wir das halt so. Und gehen wir hier noch einen Schritt aus dem Weg. Der ist fliegend. Nice. Die Zweihandachse hat schon keine Lust mehr. Finde ich eine gute Option. Kommen wir nicht durch bis jetzt. Hallo, wir sind auf dem Weg zu dir, mein Kleiner. Mua.
Wie läuft das so hier? Schieße ich Leute durch. Der Hund kann sich noch komplett frei bewegen, sehr geil. Schade. 68er mit 99 gerollt. Schade, schade. Die wollen wir eigentlich noch haben, die Jungs. Oh, nicht in die... Nein, Hundi, nein! Au! Nein, jetzt hör doch auf mit der Kacke! Oh Mann, oh! Rennt der voll die Spear wohl rein. Moment, du bist ein Raider. Oh, what? Mitten reinge... Mitten reingedingenst. Ah, schlecht. So, wir wollen dich aber runterwerfen, bevor du irgendwas machen kannst. Jetzt geht er runter. Mein High Ground. Du gehst mal hier hin mit. 50%. Okay. Du hast dir deine Hits auf jeden Fall verdient bis jetzt. Der ist irgendwie... Der ist wieder so ein Ekeltyp. Hier müssen wir schon mal hinterher rennen, damit der nicht abhaut. Sehr schön, der hat keinen Bock mehr. Nice. Dann können wir rangehen. Hier können wir nichts mehr tun, wenn wir bis dahin laufen. Deswegen gehen wir bis dahin und geben dem einen mit. Und du gehst mal mitten rein. Hallo. Du gehst noch einen Schritt. Hat er eine Shield Wall, die Sau, ne? Upp. Wir switchen mal ein bisschen. Mit dem Rumschieben kann man ihn sehr ganz gut vom Hals halten. Ich könnte es hier durchschießen. 64 auf den. Ja, das ist wahrscheinlich die beste Variante, die ich habe, ne? Alter, Sonics, Mann. Sonics! Ja, der macht halt Shield Wall da oben. Das ist mir relativ wurscht. 45, komm schon. Yes, Alter, meine Range, Dude. Ich liebe euch. Sepp, gute Anschaffung jetzt schon. Jetzt schon eine gute Anschaffung. Hört doch auf zu Shield Wall, ihr Bastarde. Okay, ihr macht das schon da unten, oder? Kann ich hier hochgehen mit dem? Stecke mich nach meinem Hund. Ja, mein Hund, ey. Ich liebe auch meine Hunde. Die machen einfach Dinge, die meine Soldaten nicht hinkriegen. Finde ich sehr, sehr nice. Hallo. Bist noch ein gemeiner Dude gewesen. Hör auf, meine Leute zu pieksen, Mann. 88, 63. Du bist aber noch ein Problem. Deswegen overwhelmen wir dich lieber und vor allem hitten wir dich dabei einfach mal easy peasy. Sehr schön. Weiter geht's. Rein in die Luzi. Da wird tot gepiekst. Oh. Das haben wir ja hier schon wieder alles platt gemacht. Der Nuschka ist irgendwie ein bisschen hinterher bei allem. Guten Tag. Hallo, hier ist mein dicker Tank. Ah, schade, nochmal angreifen darf er nicht. Nee, wir holen die jetzt. Du hast meine Leute versucht zu pieksen, dafür holen wir dich jetzt. Zack. Snap. Xenia hat auch ein Level up, also läuft. Oh, dich würden wir auf jeden Fall mitnehmen wollen. Was haben wir jetzt für einen Müll mitgenommen?
Nochmal den ganzen Quatsch raus. Crossbow ist auch noch was wert. Und ich glaube sogar die Pike ist mehr wert. Ja, jetzt schon mehr wert als alles andere. Fertig. Geil, das waren easy verdiente 1400. Gönnt man sich doch. Sachen reparieren. Sachen reparieren. Nee, dich aber. Dich nicht. 140 minus 9. Vielleicht. Ist ein relativ dicker Helm. Ich glaube, den Rest können wir verkaufen einfach. So, bei dir können wir verkaufen. Dich wollen wir, euch wollen wir nicht haben. Oh, wir haben noch eine Military Pick bekommen. Jede Menge Spear. Die Billighelme wollen wir nicht reparieren. Davon brauchen wir auch immer nur eins. Shortsword brauchen wir nicht. Die billigen Hatchets brauchen wir nicht. Dich brauchen wir nicht. Dich wollen wir aber reparieren. Also ist eh ein 17er Preis, hätte ich gar nicht so viel verkaufen sollen. Naja. Egal, jetzt habe ich es eh gemacht. Der kleine, die 1, 2 Gold, die es Unterschied macht. Wird schon okay sein. Wird schon okay sein. Essen haben wir noch für 3 Tage, aber Essen ist hier echt nicht günstig. Hier ist generell nichts günstig. Achso, ja. Könnte daran liegen, dass hier eine Dürre herrscht, dass hier Essen nicht günstig ist. Wir könnten hier, glaube ich, sogar Essen mit Gewinn verkaufen, fast. Für eins, was sind 12, für eins, was ein einem Tag kaputt geht. Na dann hier, have fun. Die 12 nehme ich mit. Die 12 nehmen wir mit. Da haben wir noch den Bogen, den habe ich übersehen beim Verkaufen gerade. Da den komischen Billigbogen. Achso, hier auch die Billig-Armbrust. So. Ja, Wobo haben wir geholt. Gibt es hier noch ein paar Leute? Hier gibt es nur potenzielle. Was haben wir hier? 1750. 1750 ist eigentlich nicht so teuer. Conquer the ancient city from southern heavens. Destroy or root enemy regiments in the vicinity. Aber wir wollten ja eh nicht mehr dran teilnehmen. Von daher brauchen wir das, glaube ich, auch nicht machen. Wir gehen mal wieder hier nach Grafenhafen, weil wir wollen ja hier nach Rotburg runter, um neue Hunde zu kaufen. Ja, wir kommen nachts in Grafenhafen an, das ist natürlich doof. Nachts ist immer ein bisschen unglücklich. Erstmal einsaufen. Achso, warte mal, wir wollten mal hier. Nobody knows, I live in the deep black waters, bla bla bla, das ist nichts Wichtiges. The patron not approving, nobody, da kriegen wir mal das Gleiche. The fuck. Did you hear the news? Armies are rallying at Granitschanze to march south. I just hope the Gilded don't strike back someday. Ja, okay, also das sind meine Gerüche, die ich so krieg. 450, ist eigentlich ganz okay. Zu Sandstadt, das könnten wir machen, wenn wir zurückkommen, wenn es noch da ist. Aber meistens sind solche Sachen relativ schnell weg. Solche Karawanenmissionen. Follow the tracks near Grafenhafen, turn the Lockbox zu Grafenhafen. 1600 für eine Lockbox, das müssten eigentlich relativ viele Raider sein dann. Und wahrscheinlich sogar ein Raider Leader oder ein Necromancer. Wenn es so teuer ist für Raider. Will ich jetzt gerade nicht machen. Ich gehe erstmal weiter wegen Hunde. Ich will die Hunde holen. Ich will die Hunde holen. Hier ist immer alles kaputt, ey. Warum sind bei euch hier immer Ruins? Immer. Ah. Deswegen sind bei euch immer Ruins. Okay. Okay. Alles klar. Ceremonial Season. Bei euch wird gerade geradet, Leute. Vielleicht wollt ihr mal. During the ceremonial season, large amounts of incense are used by temples. The demand and price for incense. Ich glaube nicht, dass ihr viel Weihrauch kriegt, Leute. Ich glaube nicht, dass ihr viel Weihrauch kriegt. Das wäre was. Das Schwert hat, ist, glaube ich, notwendig für einen Fencer, wenn man auf Inni, ein Inni-Bild sozusagen machen will mit viel Damage. Hier haben wir noch einen Fighting Spear. Der wäre auch verlockend, aber es ist relativ teuer, hier Dinge zu kaufen. Relativ teuer.
Erstmal kaufen wir nochmal zwei Hunde. Da haben wir, glaube ich, noch zwei Hunderüstungen, ne? Ja, genau. Kaufen wir zwei Base-Hunde, in schwarzen noch. Dann können wir noch zwei... Der sieht irgendwie gefährlicher aus als der... Fang. Der sieht irgendwie auch so gefährlich aus. Oh. Nehmen wir nochmal zwei andere Hunde mit. Ist relativ teuer, aber das bringt halt so viel Swing. So, dann kriegt Ricky erstmal einen Hund mit Rüstung. Sotilux hat keinen mehr. Dann kriegt Sotilux einen schwarzen Hund mit Rüstung. Ich wollte... Achso, du kannst keinen Hund haben, aber dir kann ich einen Hund geben, weil ich glaube, du hast häufiger mal noch ein paar AP übrig. Sacred. Yes, yes, yes. Und Xeli kriegt, glaube ich, auch einen Hund. Xeli hat, glaube ich, sogar einen Hund in Real Life. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Und Sepp ist schon wieder Level Up. Geil. Plus Range. Resolve müssen wir fixen. Plus Defense vielleicht. Würde ich sorgen. Bullseye auf jeden Fall. Dass wir mal irgendwas raussnipen müssen. Da brauchen wir auf jeden Fall Bullseye. Ja. Da haben wir eigentlich unsere Sachen wieder. Hier gibt es halt dicke Rüstung. Aber das ist halt echt teuer. Echt teuer. I'm not so happy about the price. Sonst ist auch der Kaufpreis hier nicht so geil. Die Tools sind zwar kind of okay. Wir können hier zumindest noch mal ein bisschen Essen mitnehmen. Es ist eine sehr merkwürdige Marktsituation hier an der Stelle. Armor und Weaponsmith nicht so gut drauf. Eine Taverne gibt es hier nicht in Rotburg. Gehen wir zurück nach Grafenhafen. Mal sehen, ob der Task noch da ist. Aber ich glaube, wir kommen nachmittags erst an. Dann sollte es durch sein. Ich glaube, die warten maximal einen Tag. Mit der Karawane. Ne, ist noch da. Karawane Sandstadt, let's go. Wollen wir noch irgendwas anderes mitnehmen? Fische. Esen kriegen wir jetzt gerade. Wir könnten nochmal Throwing Nets mitnehmen. Ein 105er Helm kaputt. Nee. Nee, lass mal so. Dann ab mit der Karawane. Crusader from the North have taken the Fallen Star. Das ist vollkommen okay. So, neue Ambition. City State of the South ist ein Problem. Take on Goblins in larger number. We shall burn some of their fatted camps. Das ist, was wir schon hatten. The Company lacks competent archers. Ja, das will ich sowieso. To master bow or crossbow and be deadly from afar. Ja, dann machen wir die Crossbow. Daran kann man wirklich arbeiten. Ah! Einer unserer Hunde holt uns einen Wooden Stick ran. Good boy. Sehr gut. Das ist ja geil, das Event einfach. Der Hund hat einfach einen Stock vorbeigebracht. Ja. That's what they do. That's what they fucking do. Wir könnten nochmal überlegen, ob wir irgendwann nochmal in den Norden gehen. Wenn wir uns hier aus dem südlichen Krieg eh raushalten wollen. Könnte dann sein, dass die Leute verlieren. Okay, in den Sand, in Gelbstadt mal reingehen können. Habe ich aber verpeilt. Zwei Tage, also für 450 für zwei Tage ist halt echt wenig, weil wir machen sogar miese dabei. Einfach durchs Midcame, wenn wir keine XP dafür kriegen. Machen wir dabei miese. Wir chillen mal kurz bis morgen. Well supplied. Da wollte ich reingucken, ob hier irgendwas Gutes dabei ist. Nope. Sonst ist hier, glaube ich, auch immer nichts. Oh. Eine 333er Armor für entspannte 26.000. Der Preis ist sogar okay. Für die Sachen hier, ne? Also auch eine 200er Armor für 2400, die ja sonst 2000 wert ist, ist eigentlich vollkommen entspannt. Haben wir Leute, die es tragen könnten? Ist so die Frage. Du könntest. Felix könntest tragen. Der hat relativ viel. Der hat schon minus 18. Und hat immer noch 80 Fatigue. Der hat 65. Und Xeli könnte es tragen, tatsächlich. Bei den Preisen wird er immer schlecht. Meinst du bei den 30.000? Ja.
Xeli könnte es tragen, weil der hat 82 Fatigue noch. Das wäre, glaube ich, noch okayisch. Der hat übrigens ein Level-Up, sehe ich gerade. Wieso habe ich das noch nicht gemacht? Schwabe. Kann ich verstehen, dass dann einem das doof ist. So. Fatigue wollen wir sowieso haben. HP wollen wir haben. Und Defense. Bin kein Schwabe. Aber ich habe einen Schwaben als Chef. Ich fühle mich aber eigentlich aktuell noch ganz gut bezahlt. Von daher, ich habe damit wenig Probleme. So, wir wollen bei ihm wahrscheinlich auch Underdog haben, weil potenziell wird der dann umstellt. Und der soll sich ja dann verteidigen können. Würde ich jetzt mal sagen, kriegt der Underdog. Dass der umstellt werden kann. Unser Underdog, wir haben glaube ich noch jemanden mit Underdog, genau. Hier, du gehst mal an den Rand. Masumoto hat auch Underdog. Können wir es eigentlich so machen? Ja, wobei. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Brauchst du auf jeden Fall nochmal einen besseren Speer. Mit dem Level 7. Warum wird denn das nicht repariert? Das habe ich irgendwie wieder verpeilt. So, wie sind die Preise sonst hier so? 19. Da können wir zumindest das mal verkaufen und das mal verkaufen und den verkaufen und den verkaufen. Und eins für den Arming Swords. Ich glaube, die 110er werden wir nicht mehr brauchen allzu sehr. Außer halt als Ersatzrüstungen, wenn wir halt mehrere Fights hintereinander haben. Die will ich, glaube ich, nicht haben. Wenn, dann habe ich besser. Ich habe Polearm 240 bis 70, 60 bis 80. Moment, aber dann hat das einen anderen Vorteil. Wait a second. Strike. This can be used from behind the front and outside the range of most other melee weapons. Ich kann da jemanden ranziehen, das mache ich aber nie. Ich will ja niemanden an den ranziehen. The stagger on hit. Oh, das habe ich gar nicht gesehen. Close if there's a space. Anyone hit will be staggered and lose initiative. A target cannot be pulled up a level of hate, but may take damage if it's pulled down several levels of hate at once. Shield War, Spear War and Riposte will be cancelled for a success. Oh! Shield Wall, Spear Wall and Riposte. Das letzte ist vor allem das Wichtige. Will be cancelled. For a successfully hooked target. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Bin mir trotzdem nicht sicher, was der Vorteil von dem dann ist. Ich will nochmal da rein. Also es macht mehr Damage, glaube ich, weil wir haben jetzt haben wir irgendwie hier 55 bis 85 Damage. 140% against Armor. Achso, wir haben mehr Armor Damage. Aber das macht einfach mehr Damage. Impale, Repel, das ist Wegschieben. Macht auch so einen Stagger, aber bringt Leute natürlich dann aus der Reichweite raus. Ha. 0 bis 24 kann ich nur Armor, 60 bis 80 Damage to Armor. Das macht halt 77 bis 119 Damage to Armor. Und minimal weniger Schaden auf den Body. Nee, ich glaube, ich mag die Pike nicht so sehr. Die verkaufe ich, glaube ich. Ist aber mehr wert, witzigerweise. Als was ich arbeite, ich bin Programmierer. In der Nähe von Karlsruhe, in einer kleinen Software-Schmiede. Weiß nicht, ob du dich da auskennst. Wir machen die Software für einen Hardware-Aufbereiter. Machen wir die Inhouse-Software sozusagen als Dienstleister. Die benutzen dann, um ihre Sachen zu verwalten. Ich überlege halt wirklich, ob ich mir hier die Lamellar-Harness oder sowas gebe. Für 3800, für 4800, 240, 230. So viel besser ist die nicht. Oh, aber die hat weniger Fatigue. Die hat mehr Rüstung und weniger Fatigue. Moment, ja doch. Ja doch, doch. Aber die kostet nur die Hälfte und hat fast die gleiche Rüstung.
minus 26. Du hast schon minus 16. Ich glaube, ich kaufe eine für Xeli. Eine Scale Armor für Xeli. Die kriegt er jetzt. Gönn dir, Xeli. Du stehst einer unser fettes Ausgerüstet und hast immer noch 77 Fatigue. Bist zwar super spät dran, wodurch wir dir niemals Overwhelm geben dürfen. Aber ansonsten sieht das ziemlich schnieke aus. Haben wir noch jemanden anderen, der die 140er Rüstung haben will? Du hast nicht genug Fatigue, würde ich sagen. Du hast eine 150er Rüstung, das ist eine bessere. Du hast auch eine 150er. Bessere Rüstung. Dir können wir die 140er geben. Ja, würde ich sagen. Jetzt haben wir halt eine 130er Rüstung übrig. Minus 10 für 90. Verlieren wir halt nochmal ein bisschen was. Dann können wir halt weniger Spear wallen mit Ricky. Aber der braucht halt Brawny demnächst mal. Der Ricky. Dann können wir ihm auch ein bisschen was Schwereres anziehen. Du hast jetzt mal markiert. Das würde ich erkennen im Kampf. Damit wir wissen, wer du bist im Kampf. So, dich verkaufen wir nochmal. Wie ist der Preis hier? 19. Ja, da kommen, da können wir schon die Long Eggs auch verkaufen. Die ist dann auch okay. Jetzt haben wir noch 2300. Das ist natürlich ein bisschen knapp. Habe ich jetzt schon gesoffen? Ich glaube, ich habe schon gesoffen, ne? Tempel ist nichts zu tun. Was ist das hier für eine Quest? 3000. Hunter und Lindwurms. Ja, Lindwurms sind relativ spät dran und das Overwhelm bringt was, aber das sind meistens 2 bis 3. Und einer alleine ist schon echt heftig. Da bin ich jetzt nicht so erpicht drauf. Da gehe ich lieber noch nach Bergau gucken, was da abgeht. Erzfeste Company begleitet uns. Das ist schön, für den Fall, dass da irgendwie Südtypen sind. Oder Hyänen. Hyänen würde ich mir gönnen, tatsächlich. Die könnte ich aber so jagen, würde ich sagen, für XP. Many Hyenas. Können wir gleich mal nochmal gucken. Hier gibt es einen Alps. Da sind Nightmares. Da gibt es mit Sicherheit auch einen Alp-Contract, oder? Yes. Wir können die mal was wieder saven, das stimmt. Aber ich glaube, ich würde eher den Alp-Contract machen. Wir haben inzwischen, wir haben 2 Netze. Vielleicht können wir mehr Netze gebrauchen. Habt ihr zufällig noch Netze? Ne, habt ihr nicht. Erstmal nehmen wir das ja noch mit. Aber ich glaube, es sollte okay sein. Ich denke, ich habe eine ganz gute Strategie und 1000 ist schon ganz ordentlich. Das sollte man machen. Und wir sollten aber jetzt schon Nahkämpfer reinnehmen, weil ich glaube, unsere Witch Hunter werden eh nichts treffen. Also wir sollten hier lieber mit Nahkämpfern arbeiten, glaube ich. Und entsprechend zusammengestellt natürlich. Wir müssen da schön schön geballt drauf gehen. Wollen wir dich einfach? Du hast relativ viel Skill. Wollen wir dir einfach einen. Ah, jetzt habe ich die Range-Axt natürlich weggeworfen. Die Range-Axt wäre jetzt sinnvoll gewesen. Bei denen. Weil wir wollen nicht so weit uns bewegen müssen. Ich muss auf jeden Fall ein paar Leuten Netze geben. Deswegen kriegst du jetzt ein Netz. Vor allem sind Schilde vollkommen wurscht. Die treffen ja trotzdem. Also die machen ja, die haben glaube ich 100% Hit-Chance. Also können wir die Schilde komplett rausnehmen. Für mehr Ausdauer. Ich glaube bei der Rüstung auch fast. Auf jeden Fall haben wir jetzt deutlich mehr Ausdauer, schon mal mit über 10 mehr Ausdauer. Ich glaube tatsächlich, die Rüstung könnte man theoretisch auch sich schenken, aber das machen wir jetzt glaube ich nicht. So, und dann warten wir mal kurz ab, bis Nacht ist. Oh, halt, wir haben jetzt nur einen von unseren Werfern genommen. Hier, du kriegst den zweiten. Die bräuchten Ranged Skill, oder, die Jungs, die werfen. Wenn ich mich nicht völlig täusche. Throw a net target in order to prevent them from moving or defending themselves effectively. We'll always hit if the enemy isn't immune. Perfekt. Die brauchen keinen Ranged Skill. Na dann.
Keep your eyes peeled. Dass die Nacht gerade vorbei war, war blöd. Hätte vielleicht doch die hierhin zuerst machen sollen. Hilfst du uns gegen die Alps, Fürst Gelbstadt Company? Wie wär's? Die sind noch da. So get back, so oh by the god, there are more. Okay. Wie viele sind's denn? 5. Da ist einer. Wir nehmen die Hunde raus auf jeden Fall. Ah! Guck mal, da ist der andere. Zum Aufklären schon mal ganz gut. Okay, hier sind 3 direkt unten. Das ist mies. Das ist eine miese Brise. Und wir dürfen nicht mehr angreifen, wenn wir dahin gehen. Wir müssen wahrscheinlich hier unten ein paar Leute zusammensammeln. Du wirfst erstmal auf den. Dann können wir nämlich einen Schritt ran machen und zuhauen. Ah, dürfen wir nicht, weil wir mit dem können wir aber zuhauen dann auf jeden Fall. Sollten dem Hund vielleicht helfen? Weiß ich nicht. Kann der Hund einschlafen? Du müsstest da drauf werfen. Ich warte nochmal ab mit dir. Schade. Da darf ich nicht mehr werfen. Ja, ich komme nicht dazu, den anzuwerfen. Noch ein Hund. Halte ich für eine sinnvolle Idee. Okay, die ist halt HP unfassbar gut. Okay, sind alle unten gefühlt. Gegen die ist halt HP unfassbar gut. Da ist einer down, haben wir noch 4. Dammit, das reicht nicht ganz, aber wir haben noch einen Hund. Wir müssen zusammenbleiben. Wir müssen immer eine Gruppe bilden, damit wir uns gegenseitig wecken dürfen. Das heißt, wir zurück in die Formation und du kommst auch zurück. Die Hunde machen, glaube ich, gute Ziele für sie wieder. Jetzt sind alle 3 oben. Das ist halt das Fiese, ne? Wie schnell die sich bewegen. Das ist halt das Fiese. Oh, der ist jetzt schlecht, wenn die beiden dran sind. Jetzt hat er 2 eingeschläfert, glaube ich. Ich komme eh nicht ran, dann kann ich ihn aber wecken. Du hast das Netz. Ne, noch eins. Dann darf ich das Netz, glaube ich, noch werfen. Nice. Wir gehen zurück in die Formation hier. Eigentlich müssen wir den da oben killen, wenn wir können. Aber du bist nicht mehr dran, ne? Du warst schon dran. Wir wollen Leute wecken, im Zweifel, wenn wir können. Du hast genug HP, das ist sehr gut. Du hast noch einen Hund. Das Gefühl, die Hunde ignorieren sie ein bisschen. Oben müssten eigentlich genug Leute sein. Ich komme nicht bis ran, leider. Okay, wir haben sehr, sehr gute Hit-Chances inzwischen. Warum denn dahin? Warum nicht an den nächsten da? Ach, Mann. Nice, noch ein Hit.
Ich darf nochmal zustechen, sehr schön. Wir können die Bewegung eigentlich mehr oder weniger triggern dann. Wenn wir finden, die stehen schlecht. Wie stehen sie denn jetzt? Da oben einer und da, ja. Dann nehmen wir halt den noch. Stehen sie wieder alle hier oben, das ist halt doof. Aber die haben zum Glück alle relativ viel HP bei uns inzwischen. Der ist auch wieder dead, sehr gut. Haben wir noch zwei freie, einer davon ist schon halb tot. Das war, glaube ich, nicht so smart. Ich hätte mit dem hier hochgehen können und zuhauen. Ja. Den jetzt zu verfolgen ist irgendwie Quatsch. Weil ich krieg den eh nicht rechtzeitig, naja. So, noch einer dead. Jetzt sind sie alle da unten. Xeli resists the urge to sleep. Thanks to his resolve. Alter. Das geht sogar. Das wusste ich nicht. So, jetzt müssen wir uns wieder ein bisschen zusammenfinden. So, schön zusammen bewegen. Da unten sollten die Leute eigentlich noch genug HP haben, auch wenn sie angegriffen sind. Oh, Hunde können auch schlafen. Fun Fact. Haben wir das auch rausgefunden? Sind sie alle oben? Ja, das war fast klar. Wir nehmen dich, da kommen wir ran. Sind sie, glaube ich, wieder unten? Yes. Der hat überlebt? Die Sau. Da kann ich nicht schlagen. Ja, das ist schlecht. Ne, weck mal jemanden auf. Wie gesagt, eigentlich muss ein bisschen zusammen sein. Weck mal den Hund auf. Die Hunde rennen hier, glaube ich, nur hin und her. Weil die war zuerst dran, sind die Gegner gerade auf der anderen Seite. Ist ein bisschen Ablenkung. Der schläft, der Hund. Ne, der Hund hat er nie eingeschlafen. Eingeschläfert. Ich warte mal kurz ab mit denen da unten. Mit denen komme ich jetzt eh nicht ran. Die könnten gleich nochmal eine Runde Damage machen, vielleicht. Aua! Resist Surge to Sleep. Nice. Da komme ich nicht ran. Ja, das war schlecht. Das war nicht rechtzeitig. Er hat durchgepennt. Deswegen durfte ich mit dem oben jetzt nicht mehr. Ja, das ist doof. Ich habe die jetzt gar nicht gehittet, diese Runde da oben. Und sie sind beide auf 1 HP, ey. Oh, schade. Au, schade, doppelschade. Wir gehen mal dort ran. Zum Support. Jetzt ist der Hund halt da. Wir müssen eigentlich sehr, sehr vieles lieben. Das Gefühl, die da unten sind, ungünstig. Pennt wieder. Du darfst nicht mehr wecken. Na super. Dann wächst du jetzt aber. Okay, wir laufen jetzt doch wieder mal nach oben. Wenn wir die ganze Zeit nur da unten rumstehen, ist ja scheiße. Ich dachte, ich komme nochmal dazu zu hitten, aber irgendwie komme ich gerade nicht dazu zu hitten. Die Action Economy ist nett auf meiner Seite. Okay, jetzt haben wir den, haben wir noch einen. Sehr schön. Wir dürfen uns mal beißen, oder? Ja, schade. Schön zusammenkommen wieder. Er hat einfach übel viele Hunde um sich rum. Schläft zwei ein, ja, das ist schon ziemlich durch. Das Einschlafen bringt nichts mehr. Was er hier versucht, alleine gegen so viele, kann das halt nicht machen.
Aber ich habe die hier ein bisschen rumstehen lassen, sinnlos. Ja, also, als ob die den jetzt nicht totgebissen haben. Aha. So, so. Der haut ab, die Sau! In Alp, der wegrennt! Ich glaub's hackt! Raus teleportiert wegen seiner komischen, wenn mich getroffen werde, Fähigkeit und dann. Dann sowas hier. Ach komm schon, Danjuschka, hättest du schon mal hitten dürfen. Das ist schon Worms geslayt, die waren schwieriger. Vor allem, wir haben doch eh so viele Hunde, müssten die schon kriegen, oder? Nee, ich will den Alp haben. Also der Hund müsste auf jeden Fall rankommen. Ja, sehr gut. Nichts mit weglaufen hier. Na, es liebt zwei Leute. Das ist völlig fein. Pick mal ihn wieder auf. Das haben wir uns doof hingestellt, das müssen wir über mehrere Leute drüber werfen im Zweifel. Hier genauso. Uns echt nicht so smart hingestellt. Weck mal den Hund nochmal wieder auf. Weck mal dich nochmal wieder auf, damit du hier nicht irgendwie in einem Fight einfach rumschläfst. Wir erwarten das. Ricky pennt einfach mal. Cool. Geh doch. Ja, haben wir doch ganz gut gemacht. Keine großen Verletzungen. Und ein bisschen Alpzeug gekriegt. Soul Splinter. Third Eye. Ja. Gönne ich mir den Loot. Payment awaits. Hallo? Aha. 1020, Bergo has no nightmares anymore. Wir campen nochmal kurz, bis die Nacht vorbei ist. Weil hier kann man eigentlich ganz gute Sachen. Dass die hier nicht mitgemacht haben, finde ich eine absolute Frechheit. Okay, hier kann man gar nichts kaufen, weil bei euch einfach permanent alles weg ist. Wow, was für ein Rüstungsschmied. Was für ein Rüstungsschmied. Und ihr zahlt auch nur... Achso, wir müssen unsere ganzen Leute wieder ausstatten. Du hattest auf jeden Fall... Hier, so Tillux hatte das Schild, das weiß ich. Du hattest auf jeden Fall auch ein dickes Schild. 79. Das ist, glaube ich, wieder ein normales Schild. Xedia hat, glaube ich, das Schild. 80, dann geben wir dir auch lieber nur ein normales Schild. 75. Also 80 und drunter kriegt ein normales Schild. Du kriegst so ein Schild. Ja, das, nee, ein Heater-Schild hat man dir gegeben. Du hast 94, dann hast du auch ein Heater-Shield. 65, stinknormales Schild. 90, dann kriegst du auf jeden Fall ein hohes Schild, Xan. Ja. So, du hast eine dicke Rüstung, deswegen gehst du zur Seite. Hat jetzt jeder wieder ein Schild? Ich glaube schon, ne? Da, 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 da. Ja. Ja. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und der Preis ist scheiße. Und habe ich jetzt irgendjemanden. Ich habe jetzt ein Standardschild noch. Hier, nimm mal meinen. Nimm mal mein Rabenschild. Was haben wir hier noch für einen Auftrag? No things nowadays. I'm tied on crowns 1600. Obtain Shroud of the Founder at Hill People Tomb. Das haben wir doch vorhin schon gemacht. Das war 1600, könnte jetzt ein bisschen heftiger werden. Aber eigentlich war das mit Skeletten immer ganz gut. Ne, wir hatten irgendwie Banner of the Founder, ne? Wir speichern mal. Für den Fall, dass wir jetzt doch nochmal einen richtig heftigen Setback kriegen. Aber ansonsten sieht das eigentlich ganz gut aus. Da muss man da hin. Oh. Oh, ja, das ist... Vielleicht habe ich das Ding schon immer ignoriert und das ist schon Ewigkeiten da. Das habe ich, glaube ich, als eine der ersten Entdeckungsmissionen gehabt. Aber ja. The Force King, der Treeport here. The Empire will rise again, but first you must die. Tomb klingt nach
Undead und Necromancer. Nee, ich glaube Skelette, oder? Ja, Skelette. Bisschen besser ausgestattete Skelette, ein bisschen weniger gut ausgestattete Skelette. Das ist eigentlich relativ fein. Die haben auf jeden Fall keine Range, da können wir warten. Die sind sehr, sehr früh. Also im Vergleich zu denen haben wir ja Initiative noch... Oh, wir haben aber verletzte Leute. Da habe ich nicht gedacht. Ich hätte mal so Modo wahrscheinlich nicht mit in den Kampf nehmen sollen, so generell. Hallo, kommt ihr irgendwann auch nochmal? Ich wollte gerade sagen, ey. Ihr habt ja gar keinen Bock, euch zu bewegen, oder was? Ich könnte jetzt da reingehen. Ja, du sollst ja immer versuchen zu tanken. Das 83. Wir warten mal kurz, bis die Leute rangelaufen sind. Weil er hat noch ein bisschen mehr Hitchance. Oh, das ist schlecht. Ja. Den muss man wegschubsen. Oh, der hat Ranged-Sachen. Die haben Ranged-Spears, glaube ich. Ne, die haben zwei Range. Ugh. Das ist ja widerlich. Ich weiß nicht, ob sie hier drüber schießen dürfen, tatsächlich. Ich würde dich gern irgendwie am Rand, glaube ich, haben. Aber ich... Wobei, nee, ich werde hier reinlaufen müssen damit. Ups. Dann machen wir den Hund dahin, damit er sich noch bewegen kann, wenn er will. Okay, der geht da unten helfen. Das ist vielleicht nicht optimal gelöst. Rotfeder soll es aber ganz gut tanken können. Ihr habt halt die Zweier Ranges, ist echt widerlich. Ich versuch's da unten. Da komme ich nämlich an einen ran. Du kannst jetzt hier rein steppen, deswegen machen wir eine Spear Wall. Macht nicht genug Damage. Sagen wir mal so, wie es ist, ne? 53, 58. Ja. 93. Du sollst da oben ein bisschen Zeit kaufen. Weil wir wollen nicht in die Range rein. Ich hoffe, dass er nicht da drüber hauen kann. Wenn er da drüber hauen kann, haben wir echt ein Problem. Wir defenden uns mit Ricky. Und schießen 74. Wir könnten Nachladen und einen Hund setzen. Der Hund bringt uns mehr Actions. Und im Zweifel lenkt er ein bisschen ab. Deswegen nehmen wir das. Du kannst da hinschlagen. Das ist nicht geil. Ihr könnt, da ist noch ein Platz, wo wir sie nicht hinschlagen können jetzt. Ich glaube, du bewegst dich mal ein bisschen hier hoch. Die haben vier Sam. Das ist ja ekelhaft. 95 und nicht getroffen, Alter. 75. 75. Dich haben wir schon angefangen. Let's try. Oh shit, jetzt bin ich, glaube ich, in Reichweite gekommen. Von ihm, wenn ich Pech habe. Du bist 88 schon echt gut angeschlagen. Dann nehmen wir dich doch. Dammit. Da haben wir nicht gut getroffen. Bist noch dran. Oh. Das ist eine spannende Variante. Ja, genau. Die haben 2er Range.
Das war fast zu vermuten. 70, 65, 60. Nice. Und noch einen Schritt nach oben. Oh nein, das war dumm. Ich bin voll in Reichweite gelaufen. Das war richtig dumm. Der hat sogar getroffen, ey. Ja dann. Schade. Ist ja gar nichts. Resistance against Range Weapons, deswegen. Ja, das ist doof. Den hätte ich gern gekillt. Hat leider nicht funktioniert. Du musst dich auf jeden Fall verteidigen. Und dich vom eigentlich mal raus haben, dankeschön. 64. Ja, das ist das Beste, was wir haben. An Damage. Dass die Resistance against Ranged Weapon haben, ist natürlich fies. 26. Ich glaube, dann wirst du mal wechseln und potenziell mit hier reinsteppen. Mama Wuffi. Ich habe noch einen Wuffi, theoretisch. Ich glaube, ich will nicht noch einen Wuffi machen. Au! Au! Okay, Felix müssen wir irgendwie retten. Ich glaube, du darfst noch einen weiter, ne? 65, 70. Nice, aber noch einen Hit kriegst du nicht. Hundi, rette Felix. Lenk die Leute ab. Der hat keinen mehr in Nahkampf. Er kann einfach raussteppen gerade. Sehr schön. Der hat keine Ausdauer mehr. Der hat keine Resistance against Ranged Weapon, oder was? Sehe ich das richtig? So. Ah, der hat kein Schild, deswegen. Resistance against Piercing Attacks. Da habe ich hier komplett die falschen Waffen tatsächlich drin. Für den Freud. Du bist overwhelmed, du solltest eigentlich nichts machen. 64, 54. Ja, hier will ich nicht hin. Deswegen bleibt das erstmal so. Weiß auch nicht, ob ich da weniger Damage mache, so. Geh jetzt mal hier runter. Können hier noch einen Wuffi machen, dann treffen wir besser. Nice. Das war ein guter Hit. Die Rüstung war direkt platt. Oh, wegschieben war fies. Ein bisschen Angst zwischendurch. Ja, hier darf ich hingehen, darf ich nochmal schlagen, ne? Yes, das ist sehr gut. Es könnte für ein paar Leute gefährlich werden, aber eigentlich sieht es ganz okay aus. Ja, du hast noch, kannst noch tanken, würde ich sagen. 76. Doch, du hast auch Resistance, aber das hilft halt trotzdem. 76. Das Battleforge. Deswegen kriege ich so wenig Armor Damage. Dahin. Einfach nur zum Ablenken im Zweifel.
Auf den Kopf, warum denn auf den Kopf? Hier werden wir, glaube ich, noch reinsteppen, wobei... Ja. Warum denn wieder auf den Kopf? Armer Buffy. Du musst das da ganz alleine halten. Du bleibst draußen. Au. Die Zweier Range, wenn die da zuhauen dürfen und treffen, ist echt... Uah. No, ho, 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 ho. Ich komme nicht rein, ne? So, Tinux wird da reingehen. Oh, scheiße, ey. 54, 85, hier, hau ihn. Tales of our endeavors proliferate. Hallihallo Raiders, wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen. Was habt ihr gespielt? The Gamers Mind. Das ist eigentlich The Gamers Mind oder einfach The Gamers Mind? Wäre ganz lustig. Hallo, herzlichen guten Tag. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Stream. Was habt ihr gespielt? Was gab es bei euch? Ebenfalls Battle Brothers oder was anderes? Ich darf dann immer noch einen Schritt machen, deswegen mache ich danach noch einen Schritt. Es gab Like a Dragon. Das habe ich noch nie gespielt oder noch nie gehört. Nee, ist Like a Dragon nicht so ein Yakuza-Spin-Off-Ding? Also wir kämpfen hier gerade gegen Skelette. Und das Skelett, ist das nicht Yakuza? Dachte ich. Hätte ich mich vielleicht vertan. Und der hier oben macht uns ganz schön zu schaffen, weil der hält ewig alles aus. Heißt Yakuza? Ah, ich dachte, das wäre ein Spin-Off. Aber dann war es wohl kein Spin-Off. Ja, damit ist mal ein Schritt zu weit gegangen. Die haben Zweier Range hier, das ist echt unangenehm. Weil wenn ich jetzt hier hingehe, piekst der mein Range-Dude. Dann lieber hier hin und da nochmal versuchen zu pieksen. Wenn ich da hingehe, pieksen die beide wieder meine Range-Dudes, mein Mann hier. Sehr, sehr unangenehm, du bleibst draußen. Also ich habe ein paar Verletzungen uns zugezogen. Ich habe noch nie einen Yakuza-Titel gespielt. Ich glaube, das Einzige, was als Einziges in die Richtung gehe, war Shenmue, was ich damals gespielt habe. Und das auch nur so in Karstadt, weil es ausgestellt war. Ansonsten habe ich auch Shenmue noch nie wirklich gespielt. Au, das ist problematisch. Das ist problematisch. Ihr seid alle dran gewesen, ne? Ich weiß nicht, ob die sterben, ob ich da zuerst dran bin überhaupt. Komm schon, stirb! Ah! Wer ist jetzt als nächstes dran? Du bist dran, du kannst den noch killen. Der ist ein Problem, weil der halt jemanden vor sich hat, der sterben kann. Schlecht. Ach, komm schon. Sehr gut. Shenmue ist halt schon sehr anders, aber da bin ich nie reingekommen. Ich habe Shenmue im Karstadt gespielt, ne? Das war keine Ahnung, ob das eine Demo war oder ob ich einfach nicht verstanden hat. Jedenfalls war das halt so ein Ding von ein bisschen so der Open World rumgelaufen und ich so, finde ich langweilig, ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, so ungefähr. Ich habe nicht verstanden, was das Spiel von mir wollte in dem Moment. Du musst dich defenden, soweit du kannst. Puh. Du bleibst da unten. Das ist schon ganz schön. Huf! Da oben ist es nur noch. Sehr gut, meine Leute leben alle noch. Sehr überdreht, aber ich mag's. Und das jetzt neue, also Ishin ist halt Samurai-Setting und nicht mehr modernes Yakuza. Glück von mir. Die tut, dass du mal mehr triffst. Ich hab grad die Leute, ja, die Leute hier low HP haben, sind fein. Alles okay. Darf sogar nochmal zuhauen. Guck mal. So. Hab wieder mal meine Tanks halt nicht tanken lassen. Hier, der mit der dicken Rüstung, der ist irgendwo rumgelungert und der auch. Die haben alle noch fast full HP. Hier, können noch einen Hund benutzen. Wuff, wuff. Jetzt ist er eingekesselt. Ja, aber das Treffen ist ja auch nicht so einfach in dem Spiel. Sind wir mal ehrlich. Aber ja, ich habe keine Ahnung von dem Spiel, aber
Wenn ihr Spaß hattet, freut mich das für euch. Sehr schön. Dann. Da haben wir ganz schön ins Gesicht gekriegt. 187 Damage, ey. 200 Damage getankt. Uiuiuiuiuiui. Nochmal 150, also. Ja. Ja. Ancient Bladed Spike. Die scheint sogar was wert zu sein. Die scheint auch ganz gut zu sein. Vom Damage her und so. Haben halt sehr viel wieder. Also. Sehr viel Fatigue. Und das sind sogar ganz okaye Schilde. Die haben wenig HP, also wenig halten, nicht lange. Aber gute Defense geben die. Wofür ein Duelisten oder so? Ancient Gold Coins. Kriegen wir auch noch. Sehr gut, kriegen sogar alles. Ja, man fängt bei Tag 1 an. Wir sind bei Tag 145. Und wenn ich gleich laufe, hier siehst du, wie die Zeit fortschreitet. Ist schon ein bisschen. Ja, wir spielen schon ein bisschen an dem Spielstand. Jetzt sind hier unten wieder die Hyänen, die ich eigentlich gerne gemacht hätte, aber geht nicht. Ich habe nicht mal Level-Ups. Wir haben nicht mal Level-Ups, aber jetzt setzen wir mal, tauschen wir mal die Leute aus, die hier heftig kassiert haben. Tja, ja. Vielleicht packen wir dich doch lieber hier hin. Genau. Also ja, wir sind ein bisschen fortgeschritten schon, die Sachen wollen wir reparieren. Weil die mehr Geld geben, wenn man sie repariert. Die Stufe 2 Sachen hier, das ist auch ein Stufe 2 Helm, ne? 600 gibt er. Die geben gar nicht so wenig. Holy shit. Das ist ein Stufe 1 Helm, der bringt nur 250, aber die dicken Helme bringen sogar ganz gut Kohle. Mal dann. Also gegen Skelette und sowas kämpfst du normalerweise nicht direkt am Anfang. Und wir haben auch 1600 gekriegt dafür. Das ist schon nicht zu verachten. Aber der Preis ist ja immer noch Müll. Aber das können wir auch trotzdem verkaufen. Also die wollen wir eh nicht haben. Die sind ziemlicher Trash, weil die so veraltet sind. Ancient Gold Coins. Können wir mal gucken, ob wir die woanders verkaufen können noch. Ansonsten gibt es ja da nicht viel. Dich nehmen wir noch mit. Weil da können wir nochmal einen von unseren Schildern anmalen. Wie dich da. Zack, jetzt hat er nämlich ein Schild mit unserem Kompaniefarbe. Wie man hier auf der Karte sieht. Ja, ist ein bisschen fortgeschrittener. Aber ich hatte zwischendurch echt Probleme, weil ich mich versucht habe, am Heiligen Krieg zu beteiligen, weil zwischen den nördlichen Landen und den südlichen herrscht gerade Heiliger Krieg. Und ich hatte ein bisschen Probleme, weil ich mich versucht habe, einzumischen und die im Süden doch sehr, sehr gut sind mit ihren Leuten. Und da habe ich ziemlich aufs Fressbrett gekriegt. Jetzt mussten wir erstmal komplett neu aufbauen, neue Leute holen, neu leveln, alles. So, hier können wir ein bisschen die Leute heilen, damit die sich schneller erholen. Minus 60% Hitpoints, Alter, what? Erhol dich mal schneller. Und die Taverne noch hier, let's go. So, hier können wir Sachen verkaufen. Ja, hier können wir Sachen verkaufen. Mehr als einen wollen wir davon auf jeden Fall nicht haben. Billig-Sachen wollen wir generell nicht haben. Ja. Die fertig reparierten können wir schon mal wieder verkaufen. Den Rest behalten wir noch ein bisschen für diese Monies. Ja, du reparierst, glaube ich, noch. Ja. Du reparierst, glaube ich, noch. Hier kann man für 1000 außerdem das noch verkaufen. Sehr, sehr geil. Und einen Soul Splinter, da können wir eigentlich auch noch verkaufen. Wir können uns jetzt Farben mitnehmen, die hier günstig sind. Sieht es mit Essen aus? 2 Tage haben wir noch. Ich sage, kaufe ein bisschen Wein. Den gibt es hier nämlich günstig. Dann haben wir ein bisschen mehr Essen. Ja, Wein zählt als Essen. Und hier können wir noch mal ein Farbding kaufen. Weil wir haben noch ein paar unbemalte Schilde. Sotelux behält sein Schild, damit ist er gespawnt. Hab ich den jetzt hingeschmissen? Da. Kann man das auch bemalen? Okay, Metallschilde kann ich nicht bemalen. Kann nur Holzschilde bemalen. Okay. Das ist natürlich schade. So, was haben wir für eine Quest? Das ist sehr günstig. Follow the Tracks. Wenn das so günstig ist, habe ich ein bisschen Angst, dass das eine Trap ist. Halt, das sind die Leute, die schon gestorben sind. Ja, die sind alle schon
Verreckt. Also wir haben tatsächlich sogar einen sehr, sehr wichtigen verloren. Hier mit, oder mehrere wichtige sogar schon, die auch ordentlich Kills und Battles hinter sich hatten. Und ein paar, die neu dabei waren am Anfang. Das lief nicht so optimal. Ja, wir haben halt HP, ist nicht so... Du bist schon fast wieder geheilt. Dir geht's nicht so gut. Ja, es geht eigentlich. Wir haben einen vollen Roster. Ja, wir haben einen vollen Roster und... Du bist der einzige Masumodo, dem die HP ein bisschen ausgeht. Aber dann, da war im letzten Kampf schon drin. Und daher würde ich sagen... Probieren wir das. Wir brauchen immer noch XP. Wir brauchen deswegen die ganzen Fights. Wir brauchen die ganzen Fights. So in den Tracks, also in Spuren folgen. Northeast. Das sind die falschen Spuren. Die gehen nach Northwest. News incoming from the Gilded Ones. Have conquered the Oracle. Okay, die Südländer haben das Orakel eingenommen. Was wir eigentlich nicht wollten. Also... Tendenz sind wir für die Notländer. Da sind die Spuren, die brauchen wir. Oh, walking about town with a few sellsword, you turn a corner to find an opulent man surrounded by thieves and bandits and look over their shoulder and widen their eyes. One nicks the merchant on the cheek. Alright, we get you next time, you bastard. The scoundrel quickly make their leaves. A moment later, the merchant's heavily armed guards appear, nursing his wounds. His wound. He starts yelling at them. What am I paying you for, you sorry bastards? The second I get into trouble and you are nowhere to be seen. Look at this man here. That's who I should be paying. He takes... Hey, take this for your trouble, stranger. Gibt aber 25 Kronen, wenn wir da waren. Das finde ich gut. Das finde ich eine gute Option. Was sind sie denn? Da sind die Thieves. Many Brigand Raiders. Sollte uns inzwischen sogar ganz gut erholt haben. Ja. Wann sind die eigentlich wieder geheilt? 1 bis 2 Tage. 1 bis 3 Tage. Das ist halt sogar behandelt worden, ne? Treated steht da oben. Und dauert trotzdem 1 bis 3 Tage. Das ist echt lange. Hier geblieben. To Arms! Auf die... Oh, ist noch Nacht. Das ist natürlich ungünstig. Mit meinen Range-Dudes. Der ist gefährlich, der hat ein Zweihandschwert. Aber das ist gut, dass die Dutscho in den Zwischen... Ja, das finde ich gut. Ich glaube, ich will dich hier reinlaufen lassen und nicht dich. Du gehst hier rein. Danjushka, der... Sono hat, glaube ich, nicht so viel Defense, ne? Das heißt, wir gehen mal hier ein bisschen rumgucken. Das sind auch nur 7. Ich sehe aber nur 5. Wo ist denn der Rest? Ah, da ist der Rest. Schade. Peaks. Bei dem brauche ich das Shield nicht splitten, weil das ziemlich viel HP hat, glaube ich. Mit 48, ja. Da würde ich, glaube ich, eher versuchen, so durchzukommen. Oh, nice. Da haben wir schon einen Hit, den wir haben wollten. Sehr gut. Dem geht's schon nicht mehr so gut. Der hat schon gar keinen Bock mehr. Der hat schon gar keinen Bock mehr. Ich mach noch einen Hund hin. Dann kann der noch ein bisschen helfen gehen. Wuffi Schnuffi. Und he's down. So, noch ein Hund. Nochmal Überzahl. Let's go. Nachladen. Ja, das läuft nicht so gut. Du musst jetzt komplett außen rumlaufen, weil die Hunde die Plätze eingenommen haben. Jetzt habe ich nicht mehr Danke für den Raid gesagt. Das ist vielleicht nicht ganz so smart gewesen, wa? Ja, es geht der nächste da hoch. Das ist shit. Er trifft halt einfach trotzdem. Also Sonix ist echt schon ein guter Dude. So, Rotfeder. Nice. Kriegt einen Fearsome-Trigger. Negativer Moral-Check.
Und ist overwhelmed gewesen, der Dude. Bats, Bats, Bats. Hätten wir einfach einmal schießen können, glaube ich. So, wieder einer weg. Schade. 41, 27, ja, dann auf dich. Geköpft, nice. Jawohl, der hat keinen Bock mehr, der rennt. Eieieiei, also Raider läuft. Raider laufen inzwischen ganz gut. ...30% leider nur. Wir wollen dich aber da runterschubsen eigentlich schon. Ja, kannst mich mal. Geh ich mal hier hin und unterstütze dich vielleicht ein bisschen. Oh, jetzt habe ich den da rangeschoben. Das ist natürlich doof. Dann musst du jetzt hier oben drauf. Ich komme nicht mehr rum, ne? Sehe ich 60 nicht gehittet, ey. 60 daneben. Uff. Ungünstig. Nice, das ist gut. Jetzt hat er auch keinen Bock mehr. Das ist sehr gut, da kann ich mich hier durchlaufen. Und noch einen Hund benutzen. Ha, 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 ha. Ihr werdet meine Hundearmee niemals besiegen. Niemals, sage ich euch. Ah, der geschielt wurde. Hätte ich vielleicht lieber hooken sollen. Das muss ich mir nochmal angucken, dass ich die Shield wohl ja so brechen kann. Das ist ziemlich nice. Jetzt werden sie ja aber umstellt, ey. Jetzt werden sie aber umstellt. Ich kann auf den Dolch wechseln, einfach nah rangehen, damit er besser getroffen wird. Wieder und hört, muhaha, ihr werdet meine Hundearmee niemals besiegen. Ja, ist ja auch so. Sie werden meine Hundearmee niemals besiegen. Ich meine, ich habe jetzt irgendwie 4 oder 5 Hunde regelmäßig auf dem Schlachtfeld. Ja. Und der will immer noch nicht wegrennen, ne? Also der hat noch nicht mal irgendwie negative Moral. Obwohl alles um ihn rum gestorben ist. Der hier unten rennt schon, der ist, obwohl er weiter draußen ist, ey. Jetzt überlegt er sich vielleicht mal zu rennen. Das ist ja spannend. Oh, shit. Er hittet noch. Die Sau. Die Sau, Brotzen. So, hör mal, bist du denn wahnsinnig? Als ob du mir mein Rangy, mein Dudi noch anhittest. Ich glaube, es hakt. Ricky, du hast übrigens einen knappen Fight verpasst gerade. Einen knappen Fight. Also das war relativ niedrige Bezahlung für das, was wir jetzt trotzdem kassiert haben insgesamt. An Damage.